Und viele Leute, die dann in die Gesprächskreise der Kirchen hineingegangen sind, haben das getan, um dort ein Schutzdach zu finden. Künstler, Intellektuelle. Das hieß aber nicht, dass sie mit dem Uranliegen der Kirche, mit dem christlichen Glauben, was am Hut gehabt hätten. Das hieß nebenbei gesagt auch nicht, dass sie überall willkommen gewesen wären. Es gab da durchaus auch sehr konventionelle Ortsgemeinden und Pastoren, die das nicht wünschten. Und nach 89 sind diese kritischen Geister dann auch, also die Nichtchristen, die dort das Schutzdach gefunden hatten, auch wieder aus der Kirche verschwunden. Es wurde ihnen oft hinterhergebarmt und die neuerliche Entpolitisierung der Kirche beklagt, aber es war ein natürlicher Vorgang. Wodurch war es der Kirche überhaupt möglich, solche Freiräume zu bieten in diesem totalitären System? Man ließ sie in Maßen gewähren, anders als in anderen Ostblockländern. Ein Pastor in der DDR hatte ganz andere Freiheiten als ein Pfarrer beispielsweise in der Tschechoslowakei, der ja auch noch vom Staat bezahlt wurde, viel schlechter bezahlt wurde und dann umgesetzt werden oder mundtot gemacht werden konnte. Außerdem gab es natürlich einen gewissen Schutz durch die, wie hieß es im kirchlichen Jargon immer, die besondere Gemeinschaft mit den Kirchen der Bundesrepublik. Ja, es gab vielfältige Ost-West-Kontakte, es gab Partnergemeinden, die einander besuchten. Was heißt einander? Die Westler kamen mit dem Bus in die DDR, umgekehrt natürlich nicht. Aber es war der Kirche zugestanden und es gehörte, glaube ich, auch zum Teil des Renommees, das Honecker im Westen wünschte, dass er eben offiziell diesen Verfassungsgrundsatz des freien religiösen Bekenntnisses zu gewährleisten wünschte.